Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen Antest mit mir, dem Schlosskonflikt bzw. das Killer-LPM. Dabei ist der Dominik. Hi. Und wir testen den neuen oder das neue Monster Iron Man. Nein, Spaß, ich habe ihn Iron Man genannt. Eigentlich mega Polaris. Ich kann ja gleich mal hier einblenden, warum ich ihn Iron Man genannt habe. Ja, jetzt wisst ihr es und ja, ansonsten testen wir direkt an, oder? Wollen wir ihn antesten? Würde ich sagen, ja. Probieren wir mal aus, ob es funktioniert hier. Im Dungeon oder Abenteuerkarte? Wir gucken jetzt erstmal hier die Entwicklungen an. Genau, Leute. Hier, was ist denn der wieder für ein Element? Ich bin heute bin ich verwirrt. Ich mache jetzt auch keinen Cut, weil ich gerade keine Lust habe zu cutten. Ist vom Typ Metall. Okay. Aber Leute, mein ganz großes Lob, das ist der erste Name von einem legendären, den Max sich merken kann. Genau, den konnte ich mir beim ersten Mal merken. Mega Polaris, Ende. Das ist aber wirklich das erste Monster, was er sich wirklich von Anfang an merken konnte. Ich bin stolz auf Max. Ja. Und ihr seht schon, das Ei sieht wirklich geil aus. Das ist so ein komisches Ei, was einfach ein Umhang hat. Läuft. Bei dir. Ja, die erste richtige Form sieht dann so aus. Also mega Polaris in Mini-Form. Von Level 0 bis Level 4 sieht er dann so aus. So ein Mini-Mega Polaris mit so einem ganz kleinen Tape. Und dieses komische Logo, was da vorne drauf ist, blinkt. Es blinkt. Und ja, wow, es lädt sogar die nächste Form noch, also die Form von Level 4 bis Level 25. 24. Ja, 25. Bis Level 24, ab 25 nicht mehr. Genau. Und die Nahkampfattacke, irgendwie sieht er komisch aus, weil sein Cape so in der Luft liegt, das sieht ein bisschen komisch aus. Und er fliegt! Ja, sieht so aus wie Iron Man, ne? Nein, die letzte Form sieht aus wie der Schurke von Iron Man. Und Nahkampfangriff sieht dann so aus, er springt ran, irgendwie aus seiner Hand wird ein Laserschwert. Das muss ich mir nur mal angucken. Darth Vader. Und dann haut er da zweimal zu. Fernkampfattacke, der Hand kommt, in die Hand ist so ein Kreis mit Blitzen und dann kriegt der Gegner sowas ab. Und dann die Ulti, ihr seid nichts als Spielzeug. Er rastet aus, dann sieht man den anderen Planeten mit Eisendingern. Ich finde, das sieht ziemlich geil aus. Die fliegen alle hoch und dann wirft er die auf die Gegner runter. Ich finde das so geil. Mal sehen, lädt sogar noch die... Oh, es lädt sogar die letzte Form hier, Monster Legends. Übertreib doch nicht. Übertreib's doch nicht gleich hier. Eben noch die ganze Zeit abgeschmiert, jetzt sind wir in der Aufnahme. Monster Legends benimmt sich endlich. Endlich mal, ne? Und hier sieht, das hier ist die fertige Form. Und wie schon in dem Bild gezeigt, die sieht ziemlich aus wie dieser Schurke von Iron Man, war das, glaube ich. Wenn ich kein Bild eingeblendet habe, dann war es wahrscheinlich von was anderem, aber irgend so ein Schurke bei so Marvel sieht genauso aus. Und ja, ansonsten hier der Nahkampfangriff sieht so aus, er fliegt an den dran. Aus seiner Hand wird ein Laserschwert und er schlägt so. Der Fernkampfangriff, dasselbe, er kriegt die Hand, in die Hand kommen Blitze und er kriegt Schaden. Und dann wieder hier, ihr seid nichts als Spielzeug. Da rastet er wieder komplett aus. Da ist wieder die Eiseninsel. Oh, sie werden alle angehoben, Eipack und die anderen, kenne ich den Namen nicht. Oder Eipack, wie hieß denn der? Eipack, oder? Eipack, ja. Mann, bin dann ich gut. Und noch irgendwer, aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, passt. So, und dann noch die Info. Mega Polaris hasst nicht nur alle Legenden. Lebenden. Was? Oh, sorry. Ich musste das mir nochmal durchgucken, um zu sehen, was ich da für eine Scheiße gebabbelt habe. Mega Polaris hasst nicht nur alle lebenden Organismen, sondern er verachtet auch alle gute Roboter, die andere Maschinen verraten haben, um sich mit lebenden Kreaturen zusammenzutun.
Nun versucht er im Alleingang zu erreichen, dass Maschinen das Universum beherrschen. Easy, oder? Läuft bei ihm auf jeden Fall. Genau. Und seine Ulti heißt, ihr seid nichts als Spielzeug und es verursacht bei allen Gegnern sehr schweren Metallschaden. Wie ihr auch schon gesehen habt, das Antest ist auf meinem Account. Wow. Das ist ja schon mal krass, ne? Und aber ja, hallo. Jetzt mache ich, glaube ich, den ersten Cut in diesem Video. Oder zweiter, keine Ahnung, aber ich glaube, es ist der erste. Und dann sehen wir uns gleich auf der Abenteuerkarte wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben es endlich geschafft, auf die Abenteuerkarte zu kommen. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Ich weiß nicht, ob Monster Legends jetzt immer noch rumspackt oder nicht. Ich hoffe einfach mal nicht. Und ja, dann kämpfen wir direkt und zeigen mal, was Iron Man so drauf hat. Zeit für den Shredder. Ach, die Attacken habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht gezeigt, oder? Habe ich sie gezeigt? Doch. Echt? Ja, die Nahkampfattacke, da läuft er irgendwie mit dem Laserschwert zu denen hin und schlägt ihn zweimal. Achso, ja, das ist was anderes hier. Dann muss ich hier halt nochmal die Skills durchgehen. Der erste Skill ist, ich bin mächtiger als Gott, verursacht mittleren Sonderschaden, kann das Ziel betäuben. Achso, das mal so. Ne, das hast du noch nicht gezeigt. Genau. Das zweite, Knie nieder vor Megapolaris. Die dritte Attacke ist Zeit für den Shredder, fügt allen Gegnern mittleren Metallschaden zu, hat eine Abklingzeit. Und die vierte, du kannst mich nicht berühren, verleiht einem Verbündeten ein Schild von 50%. Dieser Schild reflektiert 25% des Schadens auf den Angreifer. Ich weiß nicht, ob ich das auf mich selbst einsetzen kann, aber so wie es aussieht schon. Und jetzt haben wir erstmal ein schönes Schild. Wir haben keinen Schaden bekommen. Und warum hat der... Warum hat der keinen Schaden bekommen? Ich dachte, wir haben Reflexion. Kann ich dir nicht sagen. Der Typ hat keinen Schaden bekommen, obwohl wir eine Reflexion haben. Dann setzen wir jetzt Ich bin mächtiger als Gott ein. Denn es ist so. So, jetzt hat man weniger Kraft und weniger Präzision. So, jetzt mit... ich weiß, warum er keinen Schaden bekommt. Den Schaden bekommst du ja nur, wenn du kein Schild hast. Genau. Mit Schild kriegt der natürlich keinen eigenen Schaden. Okay, die Präzision von uns ist ganz schön für den Arsch. Und dann knie nieder vor Megapolaris, komm mal, triff bitte. Oh, es geht daneben. Es geht echt daneben. Komm, dann müsste Zeit für einen Shredder wenigstens was bringen. Bitte. Es trifft nicht ein! Mann, was ist mit deiner Prezi? Okay, ich glaube, das ist gerade einfach nur mega Pech, nichts anderes. Ja. Aber ihr hört schon, gerade ist mein Video fertig gerendert, mein anderes. Aber das Video kommt zuerst. Ich habe schon wieder minus 50% Präzision. Ja gut, das könnte jetzt noch Stunden dauern. Ja, okay, wenn du minus Prezi hast, dann ist es ja kein Wunder, dass da die Hälfte oder alle Attacken daneben gehen, ne? So. Na und? Einfach so, Mann. Ich habe minus 75% Präzision. Läuft. Aber hallo. Wieso habe ich so viel minus Präzision? Das ist ja traurig. Weil du schlecht bist. Das ist auch... Das braucht ja keiner zu wissen. Warte, was hat denn die größte Präzision? Das hat eine Präzision von 100%. Achso. Es ist ja auch keine Attacke. Okay, 95% und 95%. Okay. Selbst mit 95% bringt das überhaupt nichts. Ja, aber du bist ja im Prinzip nur noch 50 hast, ne? Sterb! Der Shredder wird euch zerstören! So, 2 von 3 sind down gegangen. Was jetzt? Ich hab wieder minus 75% Präzision. Was ist das denn? Wie jetzt erst, ja. Diese Attacke, wieso kann die so böse sein? Mir nieder vor Megapolaris und es hat trotzdem getroffen, du Noob. Ich habe gewonnen. Sieg. Ja, Leute. Opa! Würde ich auch sagen, was ist das mit dem Video? Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese sie immer. Schaut auf jeden Fall mal auf meinem Zweitkanal bzw. auf meinem Geschichtskanal vorbei. Könnt auch gerne... Also jetzt in der Videobeschreibung.
Genau, alles in der Videobeschreibung. Und ihr könnt auch gerne mal auf Ellis Kanal vorbeischauen. Also mit ihr betreibe ich sozusagen meinen Geschichtskanal. Und ja, ansonsten würde ich auch sagen, war's das. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. So, nochmal eine Kleinigkeit, die ich noch am Ende sagen wollte, weil ich hatte irgendwie was komplett anderes im Kopf, aber mega Polaris kommt, also ich habe jetzt bei Google ein bisschen gesucht, ja, da kam dann raus, dass der Schurke nicht von Iron Man ist, sondern von Fantastic Four, sorry, und er hat auch nicht die größten Aussehens Gleichung, wie auch immer. Und trotzdem finde ich, dass sie schon ziemlich ähnlich aussehen. Und ja, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!